Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und? Oh, er hat einfach mitgemacht. Lang ist es her, aber es gibt jetzt wieder mal einen Vlog. Thema Urlaub, da haben sich wieder unsere Pläne geändert. Wir werden jetzt doch 2 Wochen lang in Kash Antalya bleiben. Also Djerba ist gestrichen, kein Tunesien für uns, aber vielleicht irgendwann anders mal. Ich habe nur schöne Bilder darüber gesehen. Leider nicht. Leider klappt es diesmal nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich hoffe schon. Ayas ist 2 Jahre alt geworden. Yay, Ayas, kannst du schon da? Bil. Hä? İki. İki. Ya, Ayaz 2 yaşına girdi. Ha? Sen büyük çocuk mu oldun? Yes. Bakalana. Bakalana. Evet. Evelana. Evelana. Okay, das zur Antwort auf unsere Fragen. An dem Tag haben wir nicht gevloggt. Wir waren eher auf anderen Social Media Kanälen richtig aktiv. Auf TikTok, auf Instagram habe ich Sachen darüber geteilt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze dort abchecken. Das Thema war Baby Shark. Baby Shark. Wir hatten eine Baby Shark Party. Und die Torte haben wir auch so gestaltet, dass Baby Shark Sachen drauf sind. Die sind alle hier. Und ihr wisst ja, dass Fondant abhärten kann. Das ist auch schon wirklich hart geworden. Also das alles war auf der Torte drauf. Und ich dachte mir, beziehungsweise meine Schwiegermama hat mir die Idee gegeben, dass ich das alles nicht wegschmeißen sollte, sondern das Ganze einrahmen sollte. Deshalb habe ich mir auch was von Ikea bestellt. Beziehungsweise von Amazon, aber das stand von Ikea. So ein Bilderrahmen hat, ich glaube, 21 Euro gekostet. Das werden wir gleich alles da reintun und einrahmen. Einfach als Erinnerung, wie wir seinen 2. Geburtstag gefeiert haben. Und das machen wir jetzt zusammen. Und was wetten wir, dass Ayas mich nicht... Nein, das ist kein Essen annehmen. Also... Dass Ayas mich jetzt nicht in Ruhe lassen wird, während ich das mache. Ayas Bune? Baby Shark Party. Baby Shark Party. Boah, das riecht aber auch nochmal lecker. Das riecht nach Vanille. Lecker, lecker. Aber Schatz, wie soll ich das machen? Soll ich das mit Sekundenkleber machen? Das ist voll qualitativ. Man wird denken, das ist einfach so ein weißer Karton oder sowas. Aber nein, das ist einfach Stoff. Das ist so ein schöner, beiger Stoff. Am besten, ich schaue jetzt sofort mal, wie ich die draufstelle. Hallo. Hallo? Ayas! Leute, ich habe euch gesagt, Ayas lässt mich nicht in Ruhe. Ayas. Ayas. Evet. Mann, Leute, das ist hier so doof. Da ist irgendwas Nasses draufgekommen, so ein Tropfen. Und die Farbe ist einfach abgegangen. Ich hätte mich auch gewundert, wenn alles nach Plan laufen würde. Hä, hey, der geht jetzt einfach auf den Tisch drauf. Nervürsen? Ach, oh, hier oben sieht man noch die Ballons sogar. Ayas. Sie hat auch so Muscheln und so aus Fondant gemacht. Das sieht so schön aus. Ja, ja, ja. Ayas. Hey, sieht das gut aus so von den Dings her, von der Verteilung? Wow, wow, wow. Ja, Baby, ich finde es gerade auch voll schön. Geil, ey. Ey, ich bin gerade echt stolz auf mich. Bäckle, durch. Ayas, mach nichts kaputt. Nein, 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 nein. Sieht das gerade aus und ich muss jetzt nur noch dran kleben. Wow. Gesellen mir, Ayas gesellen oder? Yes. Ja. Yeah. Ayas. Ayas. Anne kızacak. Ayas anne kızacak. Baby Shark Party. Ya koyun oraya koy. Anne kızacak. Anne elim elim anne kızacak. Ayas. Nein, nein, nein. Ayas bana bak. Onları ellemeyeceğiz tamam mı? Also so, ich weine gleich nicht mehr, ich bin kurz davor zu weinen. Dieser Kleber wird nicht halten. Ich habe jetzt Uhu gebracht, aber da haben Sam Runa ein Spiel damit. Sieben. Wer weiß, wie man das auch macht, oder? Ja. Ah ja, sag ich. Und man sagt. Leute, das habe ich von Teddy. Das kann jederzeit in meiner Hand platzen. Nur mal so. Das ist so Plastik, das ist so ein Billigstoff. Ah, ah, da kommt was. Oh mein Gott, das geht mir zu schnell. Warte. Hey, das klebt nicht mal da drauf, Schatz. Ah. Mach doch mehr drauf. Echt? Oh Gott, Leute, was habe ich mir gedacht einfach? Wow. Ich schwör's dir, ich habe die einfach gekauft aus Teddy, ohne dass ich mir irgendwas damit eigentlich vorgenommen habe. Ich dachte mir so, vielleicht brauche ich das irgendwann. Und ich habe es jetzt wirklich gebraucht und das ist das erste Mal, dass ich sage, ich brauche es vielleicht irgendwann.
und was ich dann tatsächlich brauche. Und das auch irgendwas bringt. Ja. Ah, yes. Hm? Was hast du zum Geburtstag bekommen? Tiffy. Trampolin. Ein Trampolin. Trampolin. Ja. Yeah. Draußen vor der Tür steht einfach ein mega Trampolin. Und Ayas liebt es, da drin zu springen. Also würde man ihn lassen, er würde einfach den ganzen Tag durchspringen. Er hat gerade richtig Bock zu springen. Daldori, Erwachsene. Ha! Bye, bye, wow, wow, wow. Yes, this is very nice. Very nice. Very nice. Geil. Geil. Und das, Wow. Ich denke, das ist sehr. Krass. Ich bin gerade so stolz auf mich, dass mal irgendwas geklappt hat, was ich gemacht habe. Kein. Dankeschön, Anne. Boah, richtig krass geworden, ey. Mag Eier? Wir können das jetzt so in dein Zimmer hinstellen. Baby. Wow. Baby Shark. Baby Shark. Ich habe mich einfach viel zu früh gefreut, Leute. Ich habe einfach das Wichtigste vergessen. Die Nummer 2 habe ich vergessen. Aber vielleicht war es auch ein Zeichen, weil ich wusste nicht, ob ich jetzt einen Keks reinmachen kann oder ob es jetzt verschimmelt wird. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis. So Leute, ich wollte euch jetzt etwas zeigen, was mein Leben einfach gerettet hat, was die Reinigung von unserem Haus angeht. Und zwar habe ich einen neuen Staubsauger, der auch gleichzeitig wischen tut. Hier ist er, das ist der Diet. Das ist von Roborock. Und ich zeige euch jetzt, was er alles kann. Hi. Dieser Diet hier beseitigt trockenen und nassen Schmutz. Ich hatte eine Zahnputz-Session mit Ayas und so sieht es danach aus. Hier ist der Schmutzwassertank und hier ist der saubere Wassertank. Den füllen wir jetzt auf. Bei unserem Wasserhahn ist es ein bisschen nicht gut. Und jetzt zeigt es mal, wie es weggeht. Einfach weg. Easy. Das klappt halt ganz gut, weil der Diet mehrere Rollen hat und dann ist die Reinigungskraft auch deutlich stärker. Der Diet an sich ist schon wirklich schwer, aber da ist so ein Antrieb. Also ich kann wirklich zuhalten. Mit einem Finger. Habt ihr es gesehen, diesen roten Balken? Das zeigt euch, wie dreckig der Boden ist. Sobald der ein bisschen rot ist, dann müsst ihr schon ein paar Mal drüber, damit der Boden auch wirklich gereinigt ist. Man kann damit auch, also wenn du duschen warst, dann wird hier alles nass zum Beispiel. Dann kannst du mit dem auch einfach das Wasser aufsaugen. Hier sind ja wirklich mehrere Haare. Ich habe gerade eben meine Haare gestylt. Ich gehe mal kurz drüber. Weg. Warum der hier sich von anderen Staubsaugern abhebt, ist, dass ihr die Rollen gar nicht sauber machen müsst. Der reinigt sich einfach von alleine. Geil. Das macht doch voll Spaß, mit dem Ding zu putzen. Ja, Tunja fragt mich sogar einfach freiwillig, soll ich das machen? Ich so, nein, brauchst du nicht, also warum nicht? Hier ist die Ladestation. Und das geht ganz einfach mit einem Knopfdruck. Cleaning Roller. Nach der Reinigung werden fester Schmutz und Schmutzwasser getrennt. Und das landet dann hier in diesem Schmutzwassertank. Und das müssen wir jetzt entleeren. So, hier ist das Schmutzwasser. Und hier landen dann die ganzen Krümel, Haare, was auch immer, was wir gerade eben weggesaugt haben. Also falls ihr auch den Diet haben möchtet, packe ich euch die Links in die Infobox rein oder falls ihr euch mehr Infos reinholen möchtet, alles findet ihr hier unten. Guten Morgen. Es ist schon der nächste Tag. Ebru ist noch am Schlafen und wir bereiten Frühstück vor für den Ayas. Er kriegt heute vegane Pancakes. Sen ne yapıyorsun burada? Aslanlarla oynuyorsun. Aslan nasıl yapıyorum? Sen pancake mi yiyeceksin? Pancake. Yemeyecek mi? Baba boşuna mı yapıyor? Immer so schwierig, Ayas was vorzubereiten, weil ihr wisst ja bestimmt, er hat ein paar Allergien, deswegen ist es nicht so einfach, ihm was vorzubereiten. Aber diese Dinger schmecken richtig gut. Die machen wir im Thermomix. Die heißen vegane Pancakes. Mal schauen, wie die werden. Also ich habe die noch nie selber gemacht. Voilà. Das mit den Formen kriege ich nicht so hin, aber die sehen richtig lecker aus. Das sieht schon ein bisschen verbrannt aus, aber das ist perfekt geworden. Ah ja, ist perfekt. Perfecto, perfecto. Ja. Guten Morgen. Ayaz'a Pancake yapıyoruz. Schatz, was ist das? Warum? Das sieht aus wie Brot. Das sieht aus wie Dings. Gerçekten döner ekmeğine benziyor. Pide. Ayaz, sana pide yaptım, pide. So, mal schauen, ob es ihm schmeckt. Pancake. Pancake. Güzel mi pancake? Hı? Güzel mi? Nein. Niye yiyorsun o zaman güzel değilse? Ha? Güzel işte, niye yalan söylüyorsun? Buraya bak, buraya. Ayaz, gibst du, das schmeckt gut.
Bak bak nasıl iyi, nasıl bir de güzel değil diyor. Bak bak şuna bak. Şaka mı yaptın? Nein. Nein. Da ist Hafermilch drin, sein glutenfreies Mehl, Zucker, Salz, Backpulver und ein bisschen Öl ist da drin. Also wenn ich nichts vergessen habe, ist das alles und schmeckt eigentlich voll gut. Ah, und eine Banane ist drin, ganz wichtig für den Geschmack. Ja, Muz tadı var onda, değil mi? Muz. Muz tadı alıyor musun ondan? Nein, auch nicht. Meine beiden Männer sind gerade schon im Auto. Wohin gehen wir? Dreimal dürft ihr raten. Ihr kommt aber nicht drauf. Ha. Der fährt gerade einfach ohne mich weg. Was geht ab, Leute? Siehst fresh aus. Ich bin immer fresh. Heute bin ich besonders fresh. Heute Morgen, der sah so kaputt aus, Leute. Wir waren so am Arbeiten. Ich dachte mir so, komm, ich mach mal so eine Story. Und Tunja so richtig, richtig arm drauf. So richtig seine Haare hier, da. Die Leute haben sogar geschrieben. Ich glaube, Tunja hat keinen Bock, um zu arbeiten. Auf jeden Fall. Was machen wir heute? Zuerst gehen wir zu Fatih. Ihr wisst ja, er arbeitet im Autohaus. Wir müssen der Ebra ein Auto holen. Weil sie hat unsere S-Klasse schon geschrottet. Und wie ihr wisst, oder wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, haben wir ein neues Auto geleast. Und das kommt jetzt demnächst, so in den nächsten 2, 3, 4 Monaten kommt das an. Ich glaube, ich habe es nur auf TikTok gepostet, was für ein Auto das sein wird. Und das wird ein GLE sein. Der ist größer als ich. Ich stehe neben dem Auto und der ist größer als ich einfach. Ja, der ist schon riesig. Deswegen wird sie den wahrscheinlich auch zerstören. Und damit das nicht passiert, holen wir einen Kleinwagen für sie. Dass sie ganz gechillt überall parken kann, überall kurz hinfahren kann, so ganz alleine. Also wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir sind gerade nicht in unserem Auto drin, weil unser Auto immer noch in der Werkstatt ist. Seitdem das Auto in der Werkstatt ist und ich dieses Auto nicht fahren kann, habe ich gemerkt, wie gebunden ich dann an Tunjai bin und einfach keinen Zentimeter von unserem Haus rauskomme, außer jemand holt mich ab, meine Freunde. Ich weiß ganz genau, wenn dieses große Auto kommt, werde ich mit dem Auto nicht fahren können, geschweige denn parken können oder was auch immer. Ja, deshalb haben wir uns einfach überlegt, dass wir uns einen Zweitwagen holen. Und Fatih hilft uns jetzt gerade dabei, einen Wagen zu finden. Ja, und für die Leute, die unsere Auto-Story noch nicht gehört haben, jetzt werden sie sich wahrscheinlich denken, warum holt ihr euch ein Riesenauto, wenn sie den nicht fahren kann? Wir brauchen ein großes Auto, weil wir mit Koffern und Kinderwagen und so weiter nicht reingepasst haben in unsere S-Klasse. Und das ist für die Zukunft auch noch gedacht. Also falls jetzt noch ein Kind kommen sollte, dass wir dann nicht nochmal das Auto wechseln müssen. Genau, wir haben das neue Auto jetzt für 4 Jahre geleast und innerhalb den 4 Jahren kann viel passieren, da können noch 2, 3 weitere Kinder folgen. Deswegen weiß man ja nie, deswegen haben wir uns jetzt abgesichert mit dem großen Auto und holen jetzt noch einen Kleinwagen dazu. Ich konnte nicht mal unsere Dings der S-Klasse fahren. Leute, wenn ihr wisst, wie viele Dellen und Kratzer jetzt dieses Auto hat, ne? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das mit dem anderen Auto unterwegs sein soll. Wir sehen uns jetzt das Auto mal an. So Leute, wir sind im Autohaus angekommen. Ich gehe da jetzt mal rein. Ich habe die Blockenkamera leider im Auto vergessen. Also Tunja und Ayas sind schon da. Aha, seit wann ist hier so ein Auto? Ayas? Sen araba buldun mu kendine? Nein, anası bakmaz içerisinde. Nein, anası. Ayas hat gerade demonstriert, was ich eigentlich immer mache. Genau, damit das nicht passiert, holen wir uns einen kleinen Wagen. Da ist Fatih, unser Autovermittler. Vermittler, değil Verkäufer. Sollen wir nicht gleich das hier mitnehmen? Nur şey alabilirsiniz. Leasingrate 500 Euro yaparız. Was an dem Bip-Bip yap? Bip-Bip-Bip-Bip. Sexy. Hast du ein Auto für uns? Man sieht dich nicht, du siehst komplett schwarz aus, als du vor dem Ding stehst. Also, wir haben jetzt ein paar Preise verglichen und schauen uns jetzt mal das erste Auto an. Ah ja. Ich sehe keinen Unterschied. Bin dreckig. Ebru, frag mal, warum dreckig? Warum ist das Auto? Steht? Nein. Ich wollte das so reell wie möglich dir zeigen. Weil wenn es bei dir. Reell, ne? Genau, es wird auch bei dir dreckig sein. Meinst du nicht real? Real. Eigentlich nicht, ne? Er sagt reell. Ayas, gel, binelim, gel. Gel. Hi! Hi, Bibi! Ben çok korkuyorum. Vor was? Dass ich jetzt irgendwas Falsches mache. En fazla kaza yaparsın. Ja, ich da ondan korkuyorum. Ach, wo bir yere girmiyor mu? Nein. Ich will es dir jetzt nur zeigen. Okay. Gefällt dir das hier mehr? Ich fand Sitze viel schöner beim anderen. Denk şu Display daha çok hoşuma gitti bu arabada benim. Bak, şu Displayler komplett anders. Du hast Ambiente Beleuchtung, du hast Lenkheizung, du hast Sitzheizung. Wir haben gerade ein Formular unterschrieben, dass wir eine Probefahrt machen dürfen. Sie wird jetzt das Auto fahren. Leute, ich kann nicht.
nicht. Sie hat sogar bei dem kleinen Auto ein bisschen Schiss. Ja, weil ich das Auto jetzt zum ersten Mal fahre. Also das ist ganz easy. Boah, ganz, mein Herz, ganz. Mein Herz spüren, wie sich das gerade anfühlt. Das ist ganz, ganz easy. Meine Hände. So. Das ist das Auto. Guck mal. Herkes ve heyecanı yaptı. Herkes ben de heyecanlıyım. Ayaz da heyecanlandı. Mama wird jetzt probefahren. Ay bunu mu süreceğim ben şimdi? Evet dur ben bir çalıştırayım. Bir klimasını çalıştıralım. Bir saniye. Ich habe so Angst. Meine Hände schwitzen schon. Also so einen ähnlichen werden wir dann wahrscheinlich holen, nur in schwarz. Ever the first time in her new car. Mein Car. Muss ich den machen, damit ich fahren kann? Hä? Hey, was weißt du doch? Hey Schatz, ich meine das gerade echt ernst. Demi! Ja? Was war? Boah, sie hat schon drauf, Leute. Also bis jetzt klappt alles ohne Probleme. Sie fährt jetzt schon seit ungefähr 5 Minuten und fährt eigentlich auch sehr gut. Also bei der S-Klasse sah das schon ganz anders aus beim ersten Mal. Nein. Mal ganz kurz. Warum machst du dich ganz fertig? Nee, Leute, es ist echt viel angenehmer, so ein kleineres Auto zu fahren. Ich bekomme dann nicht so viel Panik, wenn mal ein LKW neben mir lang fährt. Das ist das Gute. Weil davor habe ich immer am meisten Angst, wenn das Auto mal breiter ist. Und das Auto ist schön kompakt. Automatik, ganz wichtig für die Ebro. Ich weiß immer noch nicht, wie ich meinen Führerschein geschafft habe. Ne? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein schöner Kleinwagen, den wir jetzt wahrscheinlich leasen werden. Und die Rate beträgt jetzt ungefähr 310 Euro monatlich. Ayaz araba güzel mi? Nein. Also wo ist die S-Klasse? Güzel anne. Güzel bak küçücük, senin gibi Ayaz küçük. Annem biz bununla çok gezeceğiz. Bak anne seni bununla gezdirebilir. Ab jetzt musst du dich daran gewöhnen. Sabel. İstemem bir kere daha. İstedi benden deva. Sabel. Seninle mezara ben. Sabel, Sabel, Sabel. Küstüş, küstüş, ya. Also ich halte gerade hier in meiner Hand einen Leasingvertrag und ich zeige euch mal, welches Auto jetzt tatsächlich geworden ist. Der hier. Also ich wollte es eigentlich nur wegen der Farbe. Ich wollte ein beiges Auto und die meinten, die haben es gerade da. Nein, auf jeden Fall ein dieses Auto. Die haben extra nochmal schauen lassen, die Maße. Eigentlich ist alles gleich, nur die Länge ist 20 cm länger und höher, aber sieht halt deutlich größer aus als das andere Auto. Also ist eigentlich auch ein kompaktes Auto. Genau. That's it und ich bekomme es jetzt in 2 Wochen. Ey, die Farbe ist so geil. Ich weiß nicht, kommt es in der Kamera gut rüber. So sieht es von innen aus. Genau, ist eigentlich so wie das andere Auto, das ich gefahren bin, nur halt höher. Fühlt sich halt irgendwie geil an, in dem Auto zu sitzen. Benji. Tunjai ist immer noch nicht der Fan davon. Ha? Tunjai ist einfach kein Fan von dem Auto. Das ist kein Kleinwagen. Wir wollten einen Kleinwagen haben, jetzt haben wir keinen Kleinwagen. Das ist nur 20 cm größer, beziehungsweise länger. 20 cm. Warum weinst du jetzt rum? Ich weine nicht. Wer sie glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Ja, warte, ich weiß noch nicht, ob ich glücklich bin. Lass mal das auch erst mal fahren. Guck mal, der ist nur am Essen. Schau, schön, dein Kram. Ey, Leute, seitdem, wie lange sind wir hier? Seit 2 Stunden locker. Und seitdem hat er nichts gemacht. Ich schwör's euch, Leute. Seitdem, er läuft die ganze Zeit nur rum hier. Der hat doch gerade ein Auto verkauft. Ja, Mann. Genau. Hast du es gesehen, ne? Willst du erzählen, wie viel du davon verdient hast? Ayaz hat hier auch gearbeitet mit Fatih zusammen. Ja, wir haben gearbeitet. Ayaz macht gerade genau dieselbe Arbeit wie Fatih, das die ganze Zeit macht. Jetzt müsst ihr fragen, für wie viel kriegen wir das Auto? Ayaz, für wie viel kriegen wir das Auto? Warte, wir rechnen. Kaça veriyoruz lan dem onu? Kaç euro? 30 de. 30 mu? İşte böyle sattık. Dankeschön, annem. O kadar ucuz ama sattın bana. Aber spezial preis. Weil ich seine Mutter bin, vielleicht, ich habe ihn auf die Welt gebracht. Das sind meine Mutmuten. Okay. Oh, bist du ein Glücksbringer und ein Mutmacher. Was bist du dieses Jahr? Habe ich noch nicht bekommen, das kriegen wir noch. Okay, Hadi, wir gehen jetzt was essen. Wow, Ayaz. Also hier sind die wahren Schätze. Leute, hier findet ihr die ganzen Schlüssel für die ganzen Autos, die da draußen rumstehen, ey. Einfach kurz alle zum Mitnehmen, bitte. Ist der Dinis Hedge annehmen? Guck mal, er hat Geschmack. Vertrag wurde unterschrieben und wir sind jetzt hier. Wir feiern jetzt. Mustachio und feiern jetzt unseren Kauf. Wir sind soweit. Bellissimo. Bellissimo. Wir haben einfach 3 Pizzen, 1 Caesar-Salat und 1 Garnelen für Ayaz, der jetzt gerade hier ist. Gesehen mich? Hadin. Was geht ab, Leute? Es ist schon der nächste Tag, aber ich wollte das Video hiermit beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir bekommen das Auto schon in 2 Wochen, sobald wir das haben.
geht es dann richtig los. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.